gerade mache ich Keyframes, weil die Musik nicht gleich am Ende so BUM kommen kann, sondern die muss ja ein bisschen langsam reinkommen. Genau. Und für was sind diese Keyframes? Diese Keyframes sind für die Musik, fürs Outro, weil das Intro hat ja die Musik. Die bekommt dann auch das Outro. Ich mache wahrscheinlich nur ein Outro, wo dann kommt, wer das alles gemacht hat. Also ich, dass ich das geschnitten habe und sowas und dass du das gefilmt hast und sowas. Genau.